Der Kamin ist sensationell. Zwar ist keine Funkbedienung dabei, aber mit etwas Verstand und 10 Euro zum Thomarkt. Ratzfatz hat man selber eine. Die Polystonsteine sind wie bei einem echten Kamin und die Farbauswahl der Flammen ist besser wie bei manch teuren E-Kaminen. Klar, unser echter ist Nick. Ich habe den Kamin nun seit fast 2 Jahren. Nach wie vor läuft er einwandfrei. Auch der Motor, der den Flammeneffekt erzeugt im Inneren, läuft nach dieser Zeit noch absolut lautlos. Der Kamin ist sehr schön verarbeitet, wirkt hochwertig und auch die Steine haben ein echtes Anfassgefühl, wirken wie gemauert. Oben und unten ist Holz, das allerdings auch gegossen ist, aber echt wirkt. Auch der Kamineinsatz selbst macht einen guten und stabilen Eindruck. Oben ist der Metallschlitz des Heizlüfters, unten eine stabile Metallklappe, welche die Bedienelemente abdeckt. Generell hat man nicht den Eindruck eines preiswerten Fake-Kamins, wie man es oft im Bauhaus sieht, im Gegenteil. Die beiden Leuchtmittel mit je 40 Watt, Standardbirnen, Kerzenform, habe ich gegen 5 Watt LED-Birnen ausgetauscht, gleiche Leuchtstärke, Stromersparnis aber fast 90%. Das ging binnen Minuten, 4 Schräubchen hinten lösen, Metallklappe entnehmen und die Birnen können leicht gewechselt werden. Auch das Fenster mit dem Blick in den Kamin ist einwandfrei verarbeitet. Unten ist eine Metallklappe und 3 Schalter, Kaminfeuer an und 2 weitere für die Heizgebläse Stufe 1 und 2. Eine Fernbedienung ist nicht dabei. Ich vermisse diese auch nicht. Klick Link in Description for more Reviews.